Im Zuge des Trainingsauftaktes des 1. FC Magdeburg hatten am 17. Juni Pressevertreter und Fans die Möglichkeit, die 13 Neuzugänge und den neuen Cheftrainer Stefan Krämer kennenzulernen. Mit einem Mix aus sowohl erfahrenen als auch jungen Spielern möchte sich der Club neu aufstellen und zu alter Stärke zurückfinden. Ziele sind erstmal, dass wir als Mannschaft zusammenwachsen, dass wir ein homogenes Team werden, damit jeder auf jeden verlassen kann. Wir haben gesagt, dass wir nach außen da jetzt noch kein klares Saisonziel rausgeben. Wir werden natürlich jetzt erstmal gucken, wie die Saisonvorbereitung läuft, wie die ersten Spiele laufen, und dann werden wir das von innen heraus erarbeiten. Aber klar ist auch, dass wir natürlich eine gute Rolle spielen wollen, aber haben ja auch offen kommuniziert, dass wir uns jetzt nicht zu den Favoriten zählen. Mit über 200 Spielen als Trainer in der zweiten und dritten Liga bringt Stefan Krämer wertvolle Erfahrungen in den Verein. Überdies kennt er aus Bielefeld und Cottbus die Aufgabe, der er sich nun in Magdeburg stellt: den Aufbau eines Kaders und die Formung eines neuen Teams. Er setzt auf schnelles Umschaltspiel und Pressing. Ein Spielstil, den die Verantwortlichen des FCM wünschen. Dies sind die Gründe, warum sich der FCM für ihn als neuen Cheftrainer entschied. Doch auch Stefan Krämer hatte seine Gründe, das Angebot der Blau-Weißen anzunehmen. Ach, motiviert hat mich die Stimmung hier im Stadion, fand ich schon immer cool. Und den Club fand ich auch schon immer cool. Und die Gespräche mit den Jungs hier, die waren von Anfang an echt spannend. Und ich wollte bei einem Club arbeiten, der eine große Fanbase hat. Und wo richtig Druck im Stadion entwickelt werden kann, wenn man in Vorleistung tritt mit der Leistung. Und deswegen habe ich ungefähr 3 Minuten überlegt, als ich das Angebot hatte. Bodenständig, akribisch, ehrlich, aktiv und temperamentvoll. Diesen Eindruck hinterlässt Stefan Krämer nach den ersten Interviews. Die entspannte Art ist Teil seiner Führungsphilosophie. Also grundsätzlich behandle ich die Spieler so, wie ich gern behandelt worden wäre, als ich noch Spieler war. Das ist zwar schon lange her, aber damals war das eher nicht so der Fall. Und zu mir kann jeder mit jedem Problem jederzeit in mein Büro kommen. Ich bin morgens um 7 im Büro und bin der Letzte, der hier abschließt. Also ein Zeitfenster gibt es da immer. Und sie müssen aber auch wissen, dass der Vertrauensvorschuss von mir, also den gibt's, aber ich beobachte natürlich auch ganz genau, wer den zurückgibt. Ein guter Monat bleibt dem 1. FC Magdeburg, um sich auf das erste Pflichtspiel in Liga 3 vorzubereiten. Der heutige Trainingsauftakt ist ein vielversprechender Anfang.